Hallo, Lessons at Home hier. Anschließend an das Thema Säuren und Basen. Heute ein bisschen mehr Theorie dazu. Theorie und Praxis der Brause. Ich will euch dazu gleich mal am Anfang ein Experiment zeigen. So, Säuren und Laugen habt ihr schon kennengelernt. Nochmal zum Einsatz kommt heute wieder mein Rotkohl-pH-Indikator, der mir Säuren und Laugen anzeigt. Das hier ist Zitronensäure. Das fülle ich mal hier ein, rühre um und ihr seht an der Farbveränderung, es ist eine Säure. Und das hier ist Natron. Davon ungefähr eine ähnliche Menge gebe ich in den Rotkohlindikator. Und an der Farbänderung könnt ihr hoffentlich erkennen, dass das eine Lauge ist, das Gegenteil von Säure. Was haben Säuren und Laugen gemeinsam und was unterscheidet sie? Gemeinsam, beide sind ätzend. Aber sie sind auf verschiedene Weise ätzend, sodass ich sozusagen, wie kann was verschiedene ätzend sein, aber das ist tatsächlich so, das kann ich euch jetzt demonstrieren. Die Wirkungen von Säure und Lauge heben sich auf. Das heißt für unseren Indikator, das hier ist Wasser. Zum Vergleich, das hier ist auch nochmal Wasser. Gleiche Farbe von meinem normalen Indikator. Wenn ich jetzt Säure, rot, und Lauge, blau, zusammenkippe, da sehe ich schon mal was Wunderbares, nämlich dass es aufschäumt, das kann ich euch später noch erklären, aber die Wirkungen heben sich auf, es ist nicht mehr richtig blau und es ist auch nicht mehr richtig rot, es ist wieder in der Nähe des Neutralen. Genau den neutralen Punkt zu treffen, ist fast unmöglich in der Praxis, aber ihr seht, es ist nicht blau. Es ist nicht rot, es ist dazwischen. Das heißt, die Wirkung von Säure und Lauge heben sich auf. Das kann man hier sehr schön sehen. Jetzt müssen wir etwas Theorie büffeln, nämlich wie reagieren Säuren und Laugen eigentlich? Das kann ich wieder nur an einer Formel erklären, an mehreren Formeln. Und dazu kommen wir jetzt. Um zu verstehen, wie sich die Wirkungen von Säuren und von Basen respektive Laugen gegenseitig aufheben, müssen wir uns das im Einzelnen anschauen. Säuren und Basen entwickeln im Allgemeinen ihre Fähigkeiten erst in Wasser. Das heißt, beide reagieren mit Wasser. Also eins nach dem anderen. Wie reagiert Säure mit Wasser? Dazu hat ein Chemiker aus Dänemark, hat in Kopenhagen gelebt und gewirkt ungefähr um 1900 rum mit dem Namen Brønsted. Wir fahren fort. Also, eine Säure ist nach Brønsted ein Molekül, das ein Proton abgeben kann, also ein Wasserstoff minus Elektronen, also nur ein nacktes Proton. Ich habe das hier mal mit A angedeutet und das hier ist ein Elektronenpaar, mit dem der Wasserstoff an den Rest, der ist einfach nur mit A abgekürzt, das ist ein Platzhalter, das kann irgendwas sein, das je nach Säure ist das verschieden. Das spaltet ein Proton ab. Das heißt, dieses Elektronenpaar, das ich gelb hervorgehoben habe, bleibt bei A und der Wasserstoff H geht jetzt als H+ weg. Ich kennzeichne eine positive Ladung dadurch, dass ich sie in den Kreis zeichne und rot anmale. Dieses Proton kann aber so alleine und nackt sozusagen nicht existieren ohne ein Restmolekül und das bietet in dem Fall Wasser an. Wasser ist ein Molekül, hier H2O, das ist die Strukturformel und so ein Strich steht, genau wie hier, für ein Elektronenpaar. Der Unterschied ist aber, dass das ein Bindungselektronenpaar war zwischen A und H und das hier ist ein freies Elektronenpaar, das gehört dem Sauerstoff des Moleküls Wasser alleine. Dieses ist nach Brønsted ein Protonenakzeptor. Das ist die Base. Das heißt, das Proton wird von dem Wasser aufgenommen und zwar mittels dieses Elektronenpaars.
da, wo der Pfeil hinzeigt, wird es angedockt. Das Ergebnis ist folgendes. Das Teilchen A hat dieses Elektronenpaar alleine. Und das bedeutet, im Gegensatz zu vorher hat es jetzt eine negative Ladung. Die werde ich blau hervorheben. Das Proton, das zum Wasser dazugekommen ist, bringt natürlich eine positive Ladung mit. Die zeichne ich hier an. Und das Ergebnis ist folgendes. Das hier nennt sich Säurereston. Das war mal eine Säure, hat ihr Proton abgegeben. Der Rest ist ein Säurerestion. Logischerweise minus positive Ladung. Es bleibt eine negative Ladung zurück. Wasser hat das akzeptiert und daraus wird ein Teilchen. Das hat die Formel H3O. Plus, hier steht's. Der Name dafür, der sich inzwischen durchgesetzt hat, ist der Name Oxonium-Ion, positiv geladenes Molekül. Hier, ein Ion. Nächster Schritt. Jetzt müssen wir verstehen, wie eine Base mit Wasser reagiert. Eine Base ist, laut Brønsted, genau wie eben das Wasser, ein Protonenakzeptor. Dazu muss er ein freies Elektronenpaar haben. Das werde ich mal hier hervorheben. Und die Base reagiert so mit Wasser, dass Wasser jetzt als Säure reagiert. Das bedeutet, Wasser ist der Protonendonator in diesem Beispiel. Also Wasser heißt im Rückblick, kann beides. Es kann Säure sein, hier, wenn es mit einer Base konfrontiert wird. Es kann Base sein. Das haben wir am Blatt vorher gesehen, wenn es mit Säure konfrontiert wird. Jetzt reagiert es mit der Base als Protonendonator. Wir haben wieder denselben Vorgang. Das Wasser hat zwei Wasserstoffatome gebunden, H2O. Dieses hebe ich mal hervor. Dieses Elektronenpaar bleibt jetzt zurück beim Wasser und das Proton wird abgegeben. Also Wasser reagiert im Brønstedtschen Sinne als Protondonator. Dieses Proton dockt bei der Base an und das Ergebnis ist Wasser minus H plus gibt OH minus. Das nennt sich Hydroxidion. Und die Base hat ein Proton akzeptiert. Folglich ist hier, wo früher das freie Elektronenpaar war, jetzt ein neues Bindungselektronenpaar entstanden. Der Wasserstoff hat angedockt und wir haben hier ein Molekül mit positiver Ladung. Ich kann das ja auch mal hervorheben. Das war das Elektronenpaar. Jetzt entsteht hier eine negative Ladung. Das war das Elektronenpaar. Jetzt entsteht hier eine positive Ladung, weil das H plus die mit reinbringt ins Molekül. Was passiert, wenn, wie im Eingangsexperiment, tatsächlich eine Säure und eine Lauge zusammengekippt werden? Dazu gucken wir uns nochmal an, was wir gerade besprochen haben. Also, in der Base ist das Hydroxidion und HB. In der Säure ist das Säurerestion und Oxoniumion, H3O+. Wenn man die jetzt zusammengibt, passiert das Entscheidende zwischen dem Oxoniumion und dem Hydroxidion. Das habe ich euch auf einem dritten Blatt zusammengefasst. Hier haben wir nochmal das Oxonium-Ion, hier haben wir eine negative Ladung vergessen, Hydroxidion. Und jetzt reagiert direkt dieses, das Oxonium-Ion, mit dem Hydroxidion. Und zwar egal, unabhängig davon, welche Säure und Base wir eingesetzt haben ursprünglich. Es passiert Folgendes, das Oxonium-Ion reagiert als Säure und gibt ein Proton ab nach Brønsted, Protonendonator. Dabei klappt dieses Elektronenpaar zurück und das H+ wird abgegeben. Hier haben wir das Elektronenpaar wieder. Das Hydroxidion mit diesem Elektronenpaar nimmt das H+ auf. Plus und Minus, die Ladungen heben sich auf. Hier finden wir das Elektronenpaar wieder und es entsteht Simsalabim, Wasser und Wasser. Das heißt also, bei einer Neutralisationsreaktion heben sich Säure und Base gegenseitig auf, indem sie sich kombinieren zu Wasser. Die anderen beiden, die bilden dann ein Salz. Das heißt, zusammengefasst in Worten, bei der Neutralisationsreaktion reagieren Säure und Base zu Wasser und Salz.
Und dass das nicht nur graue Theorie ist, sondern in der Praxis anwendbar, das werde ich euch jetzt in einem Experiment beweisen. So, nun die praktische Anwendung. Ich habe hier Zitronensäure, Natron und Lebensmittelfarbe. Das sind im Prinzip die Bestandteile von Brausepulver. Und so mischt man es an. Man braucht ungefähr eine Portion Zitronensäure, eine Portion Natron, ungefähr gleich viel. Wenn man mehr Zitronensäure erwischt, dann schmeckt es sauer, so nach Zitrone eben. Und wenn man mehr Natron erwischt, schmeckt es ein bisschen wie Brezeln, also Lauge eben, basisch. Am besten ist die Wirkung, wenn man es schön vermischt in einem Mörser. Also die Kristalle noch ein bisschen kleiner macht, gleichzeitig werden Säure und Base komplett vermischt. Und ihr seht, es passiert gar nichts. Denn, wie eingangs gesagt, Säure und Base entwickeln ihre Wirkung erst im Wasser. So, jetzt gebe ich die in ein Trinkglas. Das ist mein Brausepulver. Dazu kommt Wasser, weil Kohlensäure hinter dem Natron steckt als Säure, aus der das hergestellt wurde. Das ist also ein Salz der Kohlensäure. Drum entsteht jetzt bei dieser Reaktion Kohlendioxid aus der Kohlensäure. Und das ist das, was so schön sprudelt. So, und damit wir in der echten Brause noch ein bisschen näher kommen, habe ich hier Lebensmittelfarbe. Davon gebe ich einen kleinen Schluck raus, drauf. Ja. Ja. Nicht ganz so geizig. So. Oh. Muss man ja richtig viel reintun. So, und jetzt habe ich meine Himbeerbrause hergestellt. Das Einzige, was fehlt, ist Himbeeraroma. Aber das schmeckt mir ja nicht im Video. Prost! Erfrischend sauer, weil ein bisschen mehr Zitronensäure. So, Leute. Das war Brause selber hergestellt. Ich habe mal nachgeguckt bei einer echten Brause. Da ist noch 2/3 Zucker drin. Also das schmeckt dann auch richtig süß. Meine schmeckt überhaupt nicht süß. Also ihr könnt sie, im Prinzip könnt ihr sie nachmachen, aber wenn ihr die gewohnte Brause herstellen wollt, dann müsst ihr noch einen ganzen Teelöffel Zucker reintun pro Glas. Okay, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Da könnt ihr Lessons at Home abonnieren und da geht's zu den anderen Videos, die ich schon hochgeladen habe.